Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS221 Grad, um genau zu sein, die vorletzte Folge dieses Projektes. Denn die Blood and Expansion ist da. Erlen Grad spielen wir schon seit 2 Jahren. Dann. Deswegen ist ja dann auch mal langsam Ende im Gelände. Ich gucke, dass ich die Ballen jetzt noch alle verkaufe. Die Ernte läuft noch. Dann gucke ich, wie weit man da komme. Und das sind die Holland, genau. Den stellen wir mal noch rein hier. Und genau, Weizen und Gerste wollte ich, Raps wollte ich auf jeden Fall alles noch verkaufen, was wir da haben. So, glaube meine ganzen Kollegen kommen zusammen wieder. Denn die Holland war unten gestanden, wollte eigentlich Ballen pressen, aber das geht nicht per Helfer. Also habe ich mich wieder zurückgeschickt, weil ich keine Zeit habe, selber pressen. Ganz blick gesagt, letzte Folge haben wir noch ein paar Paletten verkauft. Ein bisschen Schokolade und Käse und Tomaten, Wassermelonen und sind da eine wilde Fahrt den Berg hinuntergefahren. ja, jetzt gucken wir, wie gesagt, dass wir ein paar Sachen verkaufen und dann ja, mach's das bald schon wieder hier. So. Zack. Voll ist der Drescher jetzt 58%. Okay. Dann ist ja alles gegärt. Machen wir mal schnell zack, zack hier, würde ich sagen. So, alle ausgepackt. Und jeder Ballen hat 6500 Liter. Ja. Ist eine Ansage. Wir haben aber seit 2-3 Folgen einen, seit letzter Woche schon so einen schönen Radlader. Mit dem wir jetzt ein paar viele Ballen aufnehmen können. Wir kriegen auf irgendwo 4 oder 3. Nehmen wir mal 3. Beziehungsweise. Ich nehme mal die Grabe zusammen. Und nehmen wir 6 Stück. Muss ich da hier hinkriegen, oder? Hey, hallo? Wohin geht denn der Spieß? Oh, ich war ein bisschen hoch. Naja, gut, okay, nehmen wir nur 5. Die sollen eh erstmal hoch zu den Kühen jetzt erstmal. Wenn wir hinkommen. Wobo hat zu kämpfen. Und 19.500 Liter Silage. So, bitte sagt, das Ding ist gerade offen. Okay. Er mischt gerade kein Futter. Die Frage, wie viel da eingehen, Alter. Da das Feld für Silage ja doch ein bisschen größer ist hier. 41.000. Ach, jetzt mischt er gleich wieder. Ja gut, ich glaube, den Rest gucken wir, dass man aufladen. Und verkaufen. Okay, er fährt rückwärts, fährt er 20 vorwärts, aber glaube ich 40, oder? Ja, genau. Fahren wir lieber vorwärts. Also der Drescher ist wieder voll. Okay. Da muss ich kurz gedulden. So, ich muss aber gucken, dass der Ballenspieß wirklich tief drin ist. Das Gras ist nicht so einfach. Sagen wir es ganz einfach. Das Ballen, du ey.
Mama, aber auch 9 Stück hinkriegt. Er hat ein bisschen zu kämpfen mit. Aber es geht. Problem ist eher, dass die Dinger gleich umfallen. Und ich weiß ja gar nicht, die Höhe überhaupt passt. Mit 3 Stück übereinander. Schieb! So. Wenn wir es in der nächsten Fuhr hinkriegen, die Bahn reinzuschieben, ist super. Aber erst dann wohl. Gucken wir mal nach Drescher, dass der noch abgelenkt wird. Das wäre mir ganz recht. 3, 4, 5. Doch. Krieg ich schon noch die komplette Fuhr rein oder habe ich schon dann gleich am Fülllimit? Das weiß ich nämlich gar nicht. Kann das sein? Ich könnte gerade meine Bücher schon mal anholen. Na, wo ist er? Wenn der schon mal näher dort ist. Ich weiß es nämlich nicht, bis da aus wie filmmäßig. Weil der hat nämlich jetzt noch ein bisschen was drin. Über die Hälfte. Und der ist voll. Ich schicke mal den Graf zum Verkaufspunkt. Zack, zack. Radlader. Aber also erstmal LKW bitte. Halt die Frage, ob ich das eingeschoben bekomme. Wäre halt schon geil. Oh, ich hab ein bisschen weit. Ballenphysik, ja. Mann, ich hasse es. Stricksballen, du, ey. Ist doch einfach nur zu kotzen. Ach komm! Ich bin nicht alles hier. Alter! Da haben wir schon gar keinen Bock mehr, ey. Das ist doch hier alles. Ich will den Scheiß noch einfach nur schön aufladen. Mann, was ist denn daran so schwer zu verstehen? Bitte. Hin. Voilà. Also der ist gerade unterwegs. Balla. Oh, ich habe wieder ein paar 2 Paletten. Das ist schön für die 2 Paletten. Die Jugend ist aber wenig. So. Gut, klar, das Gras ist halt nicht gerade förderlich jetzt hier. Das sehe ich halt recht wenig.
möchte da drauf. So. Jetzt nehmen wir die gerade. Beinspieß schön tief. Damit auch bis in den letzten hinten schon reingeht. So, jetzt gucken wir mal, ob das so klappt, wie ich es gerne hätte. Wahrscheinlich nicht. Gerade sind wir. Höhe passt auch. Theoretisch gehen so drei Fuhren rein. Theoretisch. Ich muss natürlich die Lade zumachen, bevor die mir seitlich ausfahren. Ja. Oder Stahl. So. Mir das Ganze doch etwas einfacher vorgestellt hier. Bin ich ehrlich. Und das nächste. So. Und vorwärts. Dann haben wir 9 Ball. Hoffe ich zumindest. Na gut, dass wir den da reinschieben. Ich glaube, in S läuft das Ganze ein bisschen einfacher, was das Reinschieben zumindest betrifft. Bitte zurück. Nein. Ich soll so rumschunkeln, Alter. John. Schieben. Schieben. Komm schon. Gleich drin. Na komm. So, fertig. So. Ich habe zu, spann gut drum. Ja, 100%ig voll beladen ist er nicht. Aber reicht mir. So, die Sache ist Silage. Wie soll ich mir da alle Felspunkte Silage beim verkaufen? Viehhandel bringt sogar am meisten runter. Würde ich sagen, Abfahrt. Auf zum Viehhandel! Das ist die erste Fuhr. Oh, gut, dann weiß ich, was ich nächste Folge noch zu tun habe. Ich helfe die nächste Folge auch mit längerer Folge. Mal sehen. Klar, es ist einfacher mit dem Ding aufzuladen, aber
Aber wie viele Ballen habe ich jetzt hier drin? 162.000 Liter Silage. Das sind. Wie viel waren das jetzt? 9, 18, 27 Ballen. Wie viel kriegt der mit einer Fuhre weg, der andere Ding? 14? 15? Oder doch, sind es doch in der 20? War schwer zu sagen, gell? Ich glaube, fahren wir jetzt einmal rückwärts rein. Warte mal, wenn die Ballen so wollen, wie ich will. Dann ist das alles überhaupt kein Problem. Jetzt mal auf, bitte. ...50.000 für eine Fuhr. Dann machen wir wieder zu. Und fahren wieder zurück. Ganz kurz gucken. 14 Bahnen geht der rein. Ah ja, dann kriege ich mit dem LKW hier die doppelte Fuhr verschreiben. Englisch. Passt. Perfekt. Klappe auf. Oh, Motor kaputt. Weil das sind die Ernte eigentlich. Ganz ehrlich, die Ernte lasse ich jetzt gerade mal. Längst liegen, hätte ich es mal gesagt. So. Und Nummer 3. So. So, rein da. So weit wie es geht. So, ein Ballon da. Guck mal, können wir kurz auf die Erde noch. Nein! Lass da los! Scheiß Ball. Wow. Die zwei wollten mich schon wieder verarschen. Kann das sein? Dann kommt ihr jetzt zu futtern. Ist mir egal. Wenn ihr hört, dann muss gleich zu futtern. Gut, ich weiß nicht, was der Viehhandel großartig macht mit den Silageböllen. Wahrscheinlich nichts anderes. Aber ja. Jetzt hör auf dein Futter zu mischen, da. Mann. Ah. Wow, ich hab den Drescher gerade mal angestellt. Stepp. Wow. Ja, und dann auf der schon gefahren. Junge. Bin ich ein Genius. So. Die Fuhre verkaufen. Bumm. Abgeben.
Mein Gott, dauert das. So. Nein. Helfer rein. Ziel. Dahin. Kriegst du hin, oder? Doch. Ah, perfekt. Ja, jetzt werde ich mit Mission. Danke. Okay. Hab schon gesagt, er will mich verarschen jetzt. Geht, nächste Folge. Eine Folge machen wir die Folge jetzt, ne? Guck mal, nächste Folge, dass wir die ganzen Ballen wegkriegen, hoffentlich. Den Weizen und Raps verkaufen. Das ist ja eine Fahrt im Zug. Und ja, dann haben wir schon mal bei der Feierabend, ja? Ich drehe die Zeit aber gerade mal rum. Das wird alles bei dem Zeitding bleiben hier. Wow. Danke. Danke für nix, Deppen. Mann. Ich hasse diese Ballenphysik. Jetzt stell dich hin. Ah. Bist du zu hoch? Spacken so. Naja, bist du zu tief? Alles offen aus. Siehst doch alles hier. Kotzen. Und so. Der ist immer da wieder neu. Und jetzt gerade mal der LKW zurück. Weil der steht ein bisschen weit vorne und ein bisschen weit oben. Nicht irgendwie, nein, nicht irgendwie rumspacken, bitte. So, gerade drauf zu. Und rein da. Schieben! Schieben auf! Da jetzt rein da! Mein Gott. Immer diese Ballen hier. So, nächsten drei. Und die nächsten drei. Aber so an sich läuft das, funktioniert das auf jeden Fall ganz gut. Kommt mal gut schnell voran hier eigentlich. Eigentlich. Wenn die Ballen halt mitmachen, wie sie sollen. Spacken die da vorne rum, ey, das ist doch zum Kotzen.
Jetzt fällt der noch runter. Richtig verarschen hier, ey. Komm schon. Wo hängt's denn jetzt? Wow. Wow. Alter. Rest machen wir nächste Folge. Ich hab keinen Bock mehr. Brauchst du eine Pause. Danke fürs Zuschauen. Das Leid, das euch gefallen hat. Vielleicht nehme ich auch den Sammelwagen einfach. Also, bis dann. Tschüss.